Guten Morgen miteinander, grüezi und herzlich willkommen zu einem neuen Webinar vom Institut für vernetzte Systeme. Heute geht es um das Thema Git. Git für Netzwerkingenieur und Netzwerkingenieurinnen. Und zwar richtet sich das Webinar an Leute, die Git zwar schon immer wieder davon gehört haben und es nie gebraucht haben oder die auch gedacht haben, das ist etwas für Softwareentwickler. Wir als Netzwerk- oder Systemingenieure brauchen das nicht. Dann gibt es natürlich auch Leute, die Git schon kennen und die es einfach brauchen. Solche, die aber nicht genau wissen, manchmal, was genau machen oder einfach nochmal einen Überblick wollen über das Tool haben. Und darum erkläre ich hier nochmal Git Schritt für Schritt, um was es geht. Jetzt hoffe ich, Sie hören mich alle und wenn nicht, würde ich Sie bitten, bei den Fragen da schnell hinschreiben, damit ich es dort sehe. Zuerst kurz über mich. Ich bin Sebastian Hug. Ich habe den Bachelor im letzten Sommer abgeschlossen an der HSR und arbeite jetzt am INS als Systemingenieur und Mediamatiker. Darum bin ich auch Webentwickler dort und Git ist für mich ein Tool, das ich wirklich jeden Tag brauche. Zuerst möchte ich euch schnell erzählen, wieso wir Git reingenommen haben in unsere Webinarreihe. Dann, was die Voraussetzungen sind, dass ihr es auch brauchen könnt. Dann gibt es eine Demo und am Schluss noch ein paar Tipps. Okay. Also, wie ich schon gesagt habe, bei Softwareentwicklern und Entwicklerinnen ist Git weit verbreitet. Wieso ist das so? Ich zeige euch jetzt einmal ein Beispiel auf GitHub, ein Ort, wo man Git-Repositories, ich gehe auf die Begriffe noch genau ein, kann verwalten oder öffentlich auch anschauen, wenn man es öffentlich stellt. Und GitHub ist so ein bisschen der grösste Platz momentan im Internet, wo man Git-Repos kann anschauen kann. Da haben wir jetzt ein grosses Softwareprojekt. Das ist der Qt Browser, vielleicht kennen Sie den. Und da haben wir eine Dateistruktur drin und die geht dann auch ziemlich tief. Also man kann hier in die Ordner rein, so wie man es vom Computer kennt. Also wir haben im Explorer oder in einem File Viewer haben wir Ordner und Dateien. Und die Dateien kann man hier in GitHub auch anschauen. Und in die Ordner kann man auch hineingehen. Jetzt ist da ein Softwareprojekt und ein Softwareprojekt besteht aus sehr vielen Textdateien. In dem Fall vor allem, ich kann hier oben auch schauen, vor allem aus Python-Dateien, aber auch aus JavaScript, HTML und so weiter. Und die muss man irgendwie verwalten. Also man tracken, wann ist was gemacht worden und so weiter. Zeigen da mal, da haben wir Commits und bei den Commits sehen wir, wann ist was gemacht worden. Und wir können einen Commit auch anschauen, können wir mal draufklicken und dann sieht man, da hat sich die Datei backendproblem.py verändert. Der rote Teil ist rausgekommen, respektive ersetzt worden mit dem grünen Teil. Das war jetzt ganz eine kurze Zusammenfassung von Git. Ich gehe jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail. Im Netzwerkbereich kann man nämlich so etwas auch brauchen. Wir haben jetzt gerade gesehen, bei Software ist das sehr praktisch, sehr wichtig. Aber im Netzwerk auch, weil wir arbeiten ja da auch mit viel Code, also mit nicht direkt Programmcode, außer immer mehr bei Software-Defined Networking natürlich mit Python zum Beispiel. Aber wir haben auch unzählige Configs in JSON oder YAML, Docker-Files, Docker-Compose, Umgebungsvariablen, wo irgendwelche Dateien gespeichert sind, Jinja-Templates, Ansible-Playbooks und so weiter. Und für uns wäre der Vorteil ja auch da, wenn man Git verwendet, wenn wir immer alles am gleichen Ort haben und auch schön getrackt haben, wenn was passiert ist und wer was gemacht hat. Und da ist da,
wo Versionskontrolle eigentlich ist. Wir haben ein Repository, das ist jetzt hier als Päckchen dargestellt. Und da ist gefüllt mit Dateien. Das Repository ist eigentlich so wie der Hauptordner, der Wurzelordner, wo alles drin ist. Jetzt die Dateien, kann man sich vorstellen, sind irgendwelche YAMLs und eben Templates und so weiter. Jetzt kann es mal sein, dass irgendeine Datei gelöscht wird. Und die wird jetzt da im Beispiel haben sie jetzt einfach rot markiert. Weil, ich werde hier noch den Pointer einschalten, habe es einfach rot markiert. Weil ich will es eigentlich nicht löschen, dass es nie mehr da ist, sondern ich will zurückverfolgen können, dass es einmal gelöscht worden ist. So auch mit neuen Dateien. Ich will immer wieder können zu einem Stand zurückgehen, wo die Dateien noch nicht da sind. Und es gibt auch Möglichkeit, zum Dateien ändern und die Änderungen nachzuverfolgen. Also ist Versionskontrolle einfach ein Verwalten von Änderungen an Dokumenten. Und die Dokumente sind, wie gesagt, in dem Git-Repository. Und das Git-Repository ist der Ort, wo die Verwaltung passiert und für mich auch sehr viel übernimmt. Jetzt kann man da ein bisschen in einer Timeline darstellen. Jetzt muss ich, das ist ein bisschen das, was ich euch vorher da gezeigt habe. Wenn wir hier zu den Commits wieder gehen, die Liste an Commits, die Sie hier auch sehen, da habe ich es jetzt ein bisschen visualisiert. Wir haben links, da haben wir initial mal ein paar Dateien gehabt in unserem Git-Repository und haben die mit so einem Commit festgehalten. Jetzt hat jemand eine Datei hinzugefügt, die grüne da, und eine gelöscht, die rote, und hat wieder einen Commit gemacht. Und ein Commit ist einfach eigentlich ein Haltepunkt in dieser Timeline, wo festhält, was bis dahin jetzt alles passiert ist. Und man kann dann auch von Commit zu Commit wieder springen. Oder man kann Commit für Commit anschauen und schauen, was sich da geändert hat. Man schreibt auch bei jedem Commit mal schnell einen kleinen Kommentar, und schreibt, was ist da genau passiert, was habe ich mir dabei gedacht. Dann hat es jetzt hier in diesem Beispiel nochmal einen Commit gegeben. Und zwar ist wieder eine Datei dazugekommen, die grüne unten. Und in der oberen Datei hat sich etwas verändert. Und auch da hat die Person einen Kommentar gemacht, was das passiert ist. Es steht dann automatisch, wer hat es gemacht und natürlich mit einem genauen Zeitstempel. Und das Ganze, da befindet sich in einem Git-Repository. Und ich muss mich grundsätzlich nicht um das kümmern, um die Verwaltung. Ich muss die Änderungen nicht genau anschauen. Aber ich muss dem System natürlich sagen, wenn das ein Commit passiert. Das Ganze kann man noch koppeln mit dem sogenannten Vier-Augen-Prinzip oder so viele Augen, wie man den auch will. Aber man kann die Commits kann man überwachen lassen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, du schaust das an, was ich committe. Ich gehe dann genau auf das noch ein. Aber da ist gerade für uns im Netzwerkbereich manchmal recht gut, dass man nicht einfach irgendwelche kleinen Sachen ändert oder auch nicht irgendwelche Sicherheitsprobleme in eine Config-Sammlung hineinbringt. Okay, also ein großer Vorteil ist, man kann alle die Configs, sei es jetzt für einen DHCP-Server oder alle Cisco-Configs oder irgendein Tool wie PRTG, wo man laufen hat im Netz, man kann die paar Dateien, die es für da einfach braucht, alle in einem Repository sammeln. Und man hat nicht irgendwie einfach zum Beispiel PowerDNS mal auf einem Server konfiguriert und der liegt dann irgendwo und man schaut ihn dann irgendwann wieder an oder hat da alles in einem Wiki, wie man den jetzt mal updaten kann. Das kann man natürlich auch machen. Es muss schlussendlich für die Firma oder für die Verwaltung von dem ganzen Zeugs immer stimmen. Aber so weiss man, okay, ich habe alles an einem Ort. Man kann dann ein Programm nutzen, wie zum Beispiel jetzt hier GitHub.
Das ist jetzt öffentlich, da will man dann vielleicht nicht für genau so Sachen. Aber wir sehen jetzt hier in der Qt Browser-Gruppe, hat es mehrere Tools, die drin sind, mehrere Git-Repositories. Und wir haben auch von uns, vom INS, so eine Gruppe da, wo wir alle unsere, nicht alle, aber wo wir unsere öffentlichen Git-Repositories drin haben. Und wir haben gleichzeitig aber auch noch einen privaten, ich sage jetzt mal GitHub. Es gibt auch noch andere Produkte, ich zeige euch die dann auch noch, wo man so Sachen kann speichern und wo halt gerade Sachen, die nur für intern bestimmt sind, sicher besser abgelegt sind als an einem öffentlichen Ort. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wie so Git-Repositories Zugriffsbeschränkungen machen. Also bei unserem, ich sage jetzt mal privaten, bei unserem firmeninternen Git-Server, da kann man Repositories erstellen und die einzelnen AD-User haben nicht auf alle Repositories Zugriff. Und das kann natürlich auch sehr praktisch sein, wenn man intern nicht alle Mitarbeiter oder Mitarbeitenden auf dem gleichen Repo arbeiten haben will. Oder es dürfen einfach auch nicht alle alles sehen. Das ist mit Git sehr gut machbar, weil man muss sich immer authentisieren, wenn man einen Commit machen will oder nicht. Dann haben wir vor ganz am Anfang von unserer Webinarreihe gesehen, ich tue dann auch noch ganz schnell den Link rein kopieren. Kann man Git auch als Backup-Tool nutzen? Das ist jetzt der umgekehrte Weg. Anstatt dass Menschen etwas in ein Git-Repo hineinschreiben, können auch Devices, also zum Beispiel Cisco-Geräte, immer wieder ihre Running-Config in ein Git-Repo hineinschreiben. So haben wir automatisch das Backup. Wie das genau geht, sagt euch der Julian Kleiber eben im Automated Network Device Backup Webinar von ganz am Anfang. Unter dem Link könnt ihr da jederzeit nochmal holen. Ein großer Vorteil von Git ist auch, dass man einen Ort hat, wo wie gesagt sammelt, wo ein Server, wo all die Dateien sind. Und immer wenn man auf den Server etwas committet, also wenn eine Änderung kommt, kann man automatisch ein Build triggern. Der Build ist der, der zum Beispiel ein Docker-Image bildet oder so. In dem Beispiel ist jetzt ein Docker-Image. Da wird dann automatisch triggert und da wird dann wiederum automatisch deployed auf unseren Server. Wir können natürlich die einzelnen Schritte in dieser Kette auch überwachen, aber so haben wir Automatisierung von Sachen, die immer das gleiche sind, vor allem wenn man kleine Software-Updates machen oder so, dann ist das sehr praktisch. Wie das genau geht, zeige ich euch heute aber nicht, weil da ist ein Continuous Deployment und da würde der Rahmen jetzt von heute sprengen, vor allem auch, weil jedes Produkt da ein bisschen anders funktioniert. Und ich würde nicht direkt Werbung machen für ein Produkt, aber wer weiß, vielleicht gibt es gleich einmal ein Webinar zu dem Thema. Da haben wir eine Liste von anderen Versionskontrollsystemen. Es gibt natürlich nicht nur Git. Es gibt da CVS, Subversion kennt man vielleicht noch. Und dann andere Mercurial. Und ich sage es jetzt mal so, ich kenne vor allem Subversion und Git. Git ist mittlerweile am weitesten verbreitet. Git hat den Ursprung in der Linux-Community. Also das heisst, Linux, was entwickelt worden ist, hat ein Versionskontrollsystem gebraucht, ist mit denen, die bestanden sind, nicht zufrieden gewesen, auch weil Linux halt ein sehr grosses Projekt ist. Und Linux, also der Linus Torvalds, hat den Git selber mal entwickelt. Dadurch, dass es für Linux verwendet wird, kann man davon ausgehen, dass es sehr, sehr robust ist und sehr gut funktioniert. Mittlerweile, also seit etwa 2-3 Jahren,
wird es auch bei Windows eingesetzt. Also der Windows-Code wird auch von Git verwaltet. Darum kann man davon ausgehen, dass es ein gutes Tool ist und in meinen Erfahrungen auch, wenn etwas nicht gelaufen ist, ist es immer an mir gelegen und nicht an Git. Jetzt möchte ich ganz kurz auf die Anforderungen eingehen, was Git so mit sich bringt oder was es braucht. Ich brauche eine Server-Software. Ich kann Git natürlich gut lokal auf seinem Computer verwenden, nur und dann einfach die Änderungen dort haben. Aber in einer Firmenumgebung ist es natürlich wichtig, dass die Repositories geteilt werden und von allen können darauf zugegriffen werden. Und es gibt da GitHub, wie ich schon gesagt habe. GitHub ist öffentlich zugänglich. Man kann dort auch private Repositories machen. Und dann gibt es GitHub for Enterprise. Da ist GitHub eigentlich self-hosted bei euch auf euren Server. Das heisst, dort geht dann kein Code mehr raus ins Internet. GitLab ist genau, ist ähnlich. Da funktioniert auch so, dass, dass man da bei sich selber installieren kann. Und es gibt auch eine Cloud-Version. Die SAP kostet dann, sonst ist GitLab Open Source, was natürlich sehr praktisch ist, weil man es einfach auch mal ausprobieren kann. Weil es gibt auch Docker-Container, die man brauchen kann und GitLab so sehr schnell mal bei sich in der Firma aufziehen. GitHub kostet, wenn man es bei sich selber will haben. Und eine andere kostenpflichtige Version ist Bitbucket von Atlassian und dann gibt es von Microsoft, obwohl GitHub auch von Microsoft ist, gibt es von Microsoft auch noch Azure DevOps Server, wo Visual Studio Team Services ablöst. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr Produkte. Ich habe jetzt hier mal die grossen aufgelistet. Dann braucht es auf dem Computer eine Client-Applikation. Das ist im Minimum eine Terminal-Applikation. Wie man es installiert, steht da. Also man kann es bei Windows zum Beispiel mit dem Installer machen oder mit Joco und bei Mac auch mit dem Installer oder dann mit Brew. Und Linux empfiehlt sich immer, den Package Manager zu verwenden. Das sind dann Terminal-Applikationen. Es gibt für Git auch GUI-Applikationen. Die sind alle ganz unterschiedlich. Ich sage, wenn ihr Terminal-Applikation versteht, versteht ihr auch, wie es GUI funktioniert, umgekehrt, aber wahrscheinlich nicht unbedingt. Ich zeige euch heute vor allem, wie man es im Terminal macht und ein bisschen GUI. Zum euch authentisieren gegenüber dem Server, ihr müsst nämlich, wenn ihr das Git-Repo abladen oder wenn ihr einzelne Commits aufladen wollt, dann funktioniert die Kommunikation mit dem Server via HTTPS oder SSH. Bei HTTPS müsst ihr jedes Mal euren Username und euer Passwort eingeben. Ihr könnt da aber auch zwischenspeichern. Ist nicht gleich, ich sage jetzt mal, angenehm, wie wenn ihr es mit SSH macht. Mit SSH müsst ihr zuerst ein Public Key Pair generieren und dann könnt ihr den Public Key auf euren Git-Server laden und dann könnt ihr immer mit all euren Geräten committen und klonen und pushen und so weiter. Wie gesagt, auf den Begriff gehe ich dann noch ein. Gut, dann kommen wir jetzt schon zu der Demonstration. Ich denke, das ist vor allem das Wichtige bei dieser Präsentation da. Zuerst zeige ich euch, wie man ein Repo erstellt. Das ist so ein bisschen basic, wie man kann dort bei einem bestehenden Repository mitschaffen, wie man kann das Vier-Augen-Prinzip umsetzen und auch Dateien ignorieren. Und am Schluss, wenn wir noch Zeit haben, zeige ich euch eine Debug-Strategie mit Git Bisect. Das Gute ist nämlich bei Git auch, dass das Debuggen sehr einfach ist und auch oder das Debuggen extrem vereinfacht. Da gilt es vereinfacht sehr. Da gilt für uns Netzwerkingenieur genauso wie für Softwareingenieur. Und ich habe da noch einen Link gemacht.
Ich habe die wichtigen Commands, die ich brauche, die habe ich mal zusammengefasst in einem Cheat Sheet, den ihr von uns immer holen könnt. Den habe ich auf GitHub geladen. Und ich schicke es euch hier jetzt auch noch in den Chat hineinschicken. Dann könnt ihr die nachverfolgen oder auch später einfach noch brauchen für eure Referenz. Okay, während meiner Demo wäre es gut, wenn ihr immer ein das Bild vor Augen habt. Ich zeige es euch dann auch immer wieder. Das Bild zeigt, wie Git, wie so die Architektur ist, wenn man Git verwendet. Bevor ich aber auf das eingehe, möchte ich, oder ich werde es euch gleichzeitig zeigen, indem dass ich es gerade praktisch mache. Wir sind da jetzt in einem Terminal inne. Git habe ich schon installiert und SSH habe ich auch schon konfiguriert. Ich erstelle das Git-Repo jetzt einmal lokal. Ich kann es auch auf dem Server erstellen, aber es kommt nicht darauf an. Ich fange jetzt einfach einmal lokal an, dass ihr die einzelnen Schritte schön manuell seht und tue es dann nachher auf den Server drauf. Ich mache zuerst einmal einen Ordner und der Ordner laufe ich mal Internal Services. Weil ich möchte in dem Ordner so ein bisschen alle unsere, da innen werde ich jetzt ein Docker Compose machen und da innen werde ich alle, hat einen neuen Schreibfehler, der wäre ein bisschen eklig gewesen. Da innen tue ich alle unsere internen Services mit dem Docker Compose hosten und ja, das ist so ein bisschen die Intention von dem Repository, das ich hier habe. Dann gehe ich mal hier rein. Ich erstelle jetzt gerade auch noch ein README. Wieso das da wichtig oder nicht, wieso das da praktisch ist, sehen wir in Kürze. Ich erstelle es jetzt einfach einmal. Schreibe jetzt aber da nicht viel dazu. Schon und tun ja Docker Compose rein, da habe ich schon vorbereitet und wenn wir da schnell schauen, haben wir jetzt die zwei Dateien da drin. Das Docker Compose zeige ich euch noch schnell, da ist DokuWiki drin, Elasticsearch und Kibana. Also noch relativ ein kleines Docker Compose. Jetzt ist da noch kein Git-Repository. Das ist jetzt einfach mal ein Ordner. Ich erstelle daraus ein Git-Repository, indem ich Git init schreibe. Und da steht jetzt auch, das ist jetzt ein leeres Git-Repository. Leer, weil da jetzt noch nichts drin ist. Die Datei, die wir hier sehen, muss ich zuerst noch im Git-Repository hinzufügen. Und wenn wir auch sehen, wenn man alle Dateien anzeigt, es hat da einen neuen Ordner gegeben, der .git-Ordner. Der ist auf Linux versteckt standardmäßig. Also wenn ich ls schreibe, sehe ich den nicht. Der behaltet oder der merkt sich jetzt alle Änderungen, die ich mache. Und die werden immer alle dort gespeichert. Der .git-Ordner, der ist für mich lokal wichtig. Den muss ich, wenn ich jetzt jemandem da Repo will geben, muss ich den nicht mitgeben. Auf da komme ich dann aber noch. Was ich jetzt mache, ich schaue mal den Git-Status an. Der Git-Status, der sagt, wir sind auf dem Master-Branch. Auf Branches gehe ich auch noch ein. Es hat noch keine Commits gegeben. Wenn ihr euch erinnert an die erste Zeichnung, also die da, der Commit da, der hat es noch nicht gegeben. Was ich jetzt machen will, dann sehe ich auch noch Untracked Files. Das sind die Dateien, die da sind, aber die noch nicht bei Git drin sind. Git würde eigentlich die wahrscheinlich jetzt den Track geben, wenn es geht. Und ich habe da, ich muss, damit die Files tracked werden, muss ich die zuerst stagen. Stagen, das ist jetzt genau das, was auf dem Bild da passiert. Ich bin im Working Directory jetzt und habe dort einfach bei dort am Arbeiten, das sind die Dateien, die da rot sind.
Und zum die, ich muss jetzt gewisse Dateien stagen. Und die gestaged sind, das sind die, die ich dann auch committen will. Mit dem Commit-Command tun ich dann die ins Repository richtig aufnehmen. Und da habe ich gerade auch den Command geschrieben. Zum Stagen brauche ich den Git Add-Command. Und der funktioniert in der Basis einfach so. Ich schreibe Git Add und dann tue ich das README erwähnen und kann auch noch Stocker Compose erwähnen und Enter drücken. Und wenn ich jetzt den Status wieder kontrolliere, sehe ich habe immer noch keine Commits, aber ich habe Changes to be committed. Also das sind die gestagten Dateien, die sind jetzt da drin und nicht mehr da. Wenn ich also etwas ändere, muss ich die Datei immer stagen und dann kann ich sie committen. Committen tue ich mit dem Command git commit minus m. Das minus m heisst, seit jetzt kommt eine Message. Weil ich muss ja jedes Mal, wenn ich irgendwie Commit mache, eine Message mitgeben. Die Message schreibe ich meistens in Anführungszeichen, wenn es gerade noch Leerschläge und so drin hat. Und da hat es meistens. Da schreibe ich jetzt einmal, ist ein bisschen nichtssagend, Initial Commit. Ist sehr typisch, damit man meistens, wenn man nur das README aufschaltet. Und die Commit-Messages sind manchmal auch von Firma zu Firma ein bisschen unterschiedlich. Man hat dort Konventionen. Da kann man ein bisschen unter sich abmachen. Wichtig ist, dass man ein bisschen schreibt, dass man es eigentlich ein bisschen ausschreibt. Also, ich schreibe mal Initial Commit with Kibana DokuWiki and. Ich schreibe es jetzt ein bisschen genauer. Dann haben wir der weiß, wenn jemand zurückgeht, in der History schauen, sieht er, okay, da ist genau das, was passiert ist. Dann ist es committen. Und wenn ich jetzt den Status wieder anschaue, sehe ich habe nichts zum committen, ich habe keine Änderungen, ist eigentlich alles gut. Jetzt sind alle Änderungen da in dem pinken Repository. Aber sie sind erst auf der lokalen Seite. Ich habe hier also einen Trennstrich gemacht. Noch kein Server hat die Änderungen bis jetzt mitbekommen. Ich muss die Änderungen jetzt zuerst auf den Server pushen. Man nennt für das Wort Push. Und wenn man Änderungen, die auf dem Server passiert sind, will holen, dann nennt man es Pullen. Also ziemlich selbsterklärender Begriff. Man nennt einen Git-Server. In dem Fall nennt man es einen Git-Remote. Man kann für ein Repository mehrere Remotes haben. Ich zeige jetzt mal. Bei uns ist kein Remote eingetragen. Was ich also jetzt zuerst mal mache, ist das Git-Repository auch noch auf GitHub erstellen. Ich nenne jetzt für das Beispiel heute, nehme ich GitHub. Das müsste ich nicht, aber ich könnte eben auch einen anderen Server nehmen. Ich nehme jetzt einfach GitHub, erstens, weil es sehr weit verbreitet ist und zweitens funktioniert es eigentlich bei allen Tools etwa gleich. Drücke jetzt hier bei unserer Organisation HSR Network. Ihr könnt auch, wenn ihr gleichzeitig am Surfen sind, da online ein bisschen mitverfolgen. Da ist immer da, wo ich mache, seht ihr gerade auch hier live. Ich nenne das Repository genau gleich wie den Server. Ins Internal Services. Mache es public, damit ihr es auch seht. Und erstelle es einmal. Das ist einfach mehr ein administrativer Task, den man da jetzt macht. Und jetzt seht ihr da auch, welche Variante das man hat, zum Git-Repo erstellen. Ich habe die erste gewählt. Ich hätte jetzt auch können da Repository einfach klonen. Auf das komme ich auch noch. Und dann dort drin schaffen. Aber ich würde eigentlich das Repository manuell erstellen. Habe da Git-Init schon gemacht. Ich habe das README habe ich schon hinzugefügt und den ersten Commit habe ich auch schon gemacht. Was ich noch machen muss, ist der Remote. Da ist eben der Server, der ist mit so einer Adresse da zu identifizieren. Mit dem muss ich noch hinzufügen. Und weil mir GitHub da schon gerade schon vorschlägt, dann ich doch den einfach reinkopieren und Enter drücken. Und wenn ich jetzt mit Git Remote minus V mal liste, was für Remotes habe ich drin, dann sehe ich habe einen zum Pullen und einen zum Pushen. Und wenn ich jetzt pushen
dann pusht es gerade zu GitHub. Und da ist jetzt gerade wieder, ist auch wieder eine gute Fehlermeldung. Es hat es auch hier angezeigt. Ich kann nicht einfach Git Push schreiben. Ich muss noch sagen, ich sage immer, beim ersten Push muss man da sagen, dass ich es will, auf welcher Branch will ich es tun, auf dem Origin, also vom Remote. Und dann auf dem Master. Wie gesagt, aufs Branching komme ich dann noch. Und jetzt wird da aufgeladen. Und wenn ich auf GitHub jetzt die Seite aktualisiere, dann sehe ich, die Dateien sind da. Ich habe da meinen Commit. Und da unten wird das README gerade angezeigt. Und darum ist es gäbig, wenn man ein README hat. Ich muss dann nicht irgendwie, das ist so quasi wie ein kleines Doku, was ist jetzt da alles passiert. Vorher beim Qt Browser hat es auch ein README gehabt, das sehr umfangreich ist. Und da ist darum üblich, dass man das macht. Aus Zeitgründen tue ich das jetzt aber hier nicht gerade ausführen. Und jetzt, wie gesagt, da kann man die Dateien anschauen und das Docker Compose kann man auch anschauen. Das ist genau das, was ich vorher erstellt habe. Gut, jetzt möchte ich euch zeigen, was man machen kann, wenn man will mitschaffen an dem Repository. Ich gehe jetzt mal als ein anderer User auf das Repository. Ich bin jetzt hier als Another Engineer eingeloggt. Das ist einfach jemand anders, der bei euch den schafft. Und wir haben hier das Internal Services Repo. Das sehe ich hier. Ich sehe genau das gleiche wie ich selber. Ich sehe, es hat einen Commit, den hat Sebastian gemacht. Okay, und sehe auch, was dort passiert ist. Jetzt, wenn ich will mitschaffen da, dann kann ich nicht direkt auf dem Server die Dateien bearbeiten, sondern ich tue es zuerst klonen. Drücke da auf Klonen, kann jetzt wählen, wie gesagt, ob ich über HTTPS oder über SSH klonen, weil die Authentisierung läuft anders, Kommunikation sowieso. Mit HTTPS habe ich eine andere URL, klar, oder sie fährt mit HTTPS an, als mit SSH. Ich kann die URL kopieren, dann in ein Terminal. Ich wechsle da jetzt aus Terminal. Ich bin jetzt da im Terminal von dem anderen Ingenieur und verwende den Command git clone und tue so das ganze Repository zu mir aber klonen. Jetzt habe ich den Ordner da und kann auch rein und habe genau die gleichen Dateien. Das zeigt jetzt da mit dem Klonen. Ich habe jetzt wirklich die ganze Kopie vom Repository bei mir drauf. Und jetzt ist die Kopie an drei Orten. Sie ist beim Sebastian, also bei mir, ist sie drauf. Ich habe das Repo erstellt, bei mir ist es immer noch. Dann ist es auf dem Server und dann ist es noch beim neuen Ingenieur jetzt auch. Das heisst jetzt, wenn der Git-Server mal Problem hat und abstürzt und wir bringen den nicht mehr an, wir haben dort Datenverlust, ist das eigentlich gar nicht so schlimm, weil wir haben Git, wo dezentralisiert ist, jede Person hat eine Kopie vom Git-Repo. So haben wir im Hintergrund eigentlich gerade auch eine Sicherung. Natürlich empfiehlt sich der Git-Server schon noch anders absichern, aber wir haben so sicher mal auch eine Sicherung. Okay. Jetzt bin ich hier als andere Ingenieur drin. Ich erstelle jetzt eine neue Branch. Das Branching möchte ich euch schnell hier zeigen. Was ihr hier seht, ist eigentlich die History von diesen Commits. Und da ist jetzt der Master Branch. Der Master Branch, den gibt es immer. Auf dem Branch erstellt man alle Entwicklungen. Wenn jetzt jemand etwas ändert, empfiehlt es sich, eine Kopie machen vom aktuellen Stand und dem sagt man dann einfach eine neue Branch und man macht die Commits dort drauf und nicht auf dem Master Branch, also die Änderungen passieren dann nur bei einer Person auf dem Branch, bis irgendwann man genug Änderungen gemacht hat und findet, mal, da wäre jetzt etwas, wo wir wollen deployen, weil man kann nämlich sagen beim Deployen, wir wollen immer nur den Master Branch deployen oder irgendeinen anderen. Aber wenn man sich daran hält und sagt, wir wollen immer nur den Master Branch deployen, dann erstelle ich eine neue Branch, wo ich dann später reinmerge. Und der Vorteil ist,
ich mache meine Änderungen auf einem separaten Branch und eine andere Person tut es dann im Master Branch reinmergen. Und bevor sie es mergt, tut sie kontrollieren, was da alles passiert ist. So hat man dann eben das Vier-Augen-Prinzip. Ich zeige jetzt da euch noch praktisch, dass es vielleicht ein bisschen offensichtlicher macht. Ich habe hier den Git Branch Command und mit dem sehe ich, auf welchem Branch das ich bin. Das ist momentan der Master Branch. Jetzt erstelle ich einen neuen Branch mit Git Checkout -b und nenne den Branch zum Beispiel Increase Docker Compose Version. Das, was ich jetzt in dem Branch will machen. Ich habe jetzt einen Branch erstellt und auch gerade in den Branch gewechselt. Wenn ich jetzt den Git Branch ausführe, dann sehe ich die zwei Branches da. Der Master Branch und der, wo ich drin bin. Ich kann jetzt die Änderung machen. Ich will im Docker Compose Version ändern. Ich sehe, da ist eine 2 und ich will den 3 draus machen. Wenn ich jetzt den Head Docker Compose mache, sehe ich, ich habe 3 draus gemacht. Das ist die Änderung, die ich habe. Ich kann sie jetzt mit Git Diff auch noch neu anschauen. Da sehe ich lokal, was passiert ist. Version 2 ist rausgekommen, Version 3 ist reingekommen. Und mit Git Status, der Command, den man immer wieder braucht, sehe ich, ich führe so nochmal super aus. Es hat Änderungen gegeben und die sind noch nicht staged. Also die Änderungen sind wiederum da im Working Directory passiert. Wenn ich die Änderungen will stagen, muss ich schreiben git add. Und da gibt es bisher git add müsste ich schreiben, git add docker compose und dann git commit. Ich kann diese Commands aber auch kombinieren. Ich kann sagen, ich will, dass alle veränderten Dateien geht automatisch in meinen Commit reinkommen, schreibe git commit minus a für add minus m für message und schreibe dann da, was ich gemacht habe. Und da ist meine Message dazu, increase docker compose version. Da tue ich committen und auch da tue ich es wieder pushen. Wenn ich jetzt ja direkt push, reklamiert er wieder, wie es der Branch auf dem Remote, also auf dem GitHub noch nicht gibt. Darum schlägt er mir da gerade vor, was ich schreiben muss, damit ich auf dem Remote den Branch auch überkomme, kopiert er ja noch gerade und führe ihn aus. Jetzt sind wir immer noch auf einem separaten Branch. Also wir sind jetzt an dieser Stelle. Wir sind jetzt etwa da vorne, wir haben den Branch erstellt und wir wollen jetzt den committen. Ich bin aber der Another Engineer. Es soll jemand anders von der Firma soll den Branch anschauen und reinmergen. Und für das muss ich einen sogenannten Pull Request machen. Ich bin jetzt hier immer noch als Another Engineer eingeloggt. Ich erstelle jetzt hier den Pull Request. Drücke drum hier drauf. Da kann ich jetzt noch schreiben, was ich gemacht habe. Da schreibe ich jetzt nicht viel rein. Da könnte man jetzt noch etwas neuer sein. Das wäre natürlich schön, vor allem, wenn man nicht miteinander schafft. Das ist so eine kleine Änderung. Das ist eigentlich der Satz selbsterklärend. Ich erstelle den Pull Request und gehe jetzt als Sebastian hier rein ins Repository und sehe hier, ich bin auf dem Master Branch. Das Docker Compose hat immer noch Version 2. Wenn ich den Pull Request, ich sehe da jetzt ein 1, gehe den Pull Request anschauen, da hat jemand etwas ändern. Er will eine Änderung in Master Branch reinbringen, kann ich den anschauen und ich sehe da unten auch, da hat es einen Reiter, der heißt Files Changed, da sehe ich jetzt, was sich geändert hat. Ich könnte jetzt da kommentieren und sagen, ich bin nicht einverstanden, kann aber schlussendlich eigentlich einfach auch sagen, das ist gut, wir mergen da. Und jetzt, wenn ich jetzt den Code anschaue, ich bin da auf dem Master Branch, wenn ich das Docker Compose anschaue, sehe ich, es ist jetzt Version 3.
Und in der History könnt ihr jetzt hier nachschauen, wenn sich die Datei verändert hat und wegen was. Gut. Das war das Erstellen des Pull Requests und das Vier-Augen-Prinzip. Jetzt gehe ich nochmal als Sebastian ins Terminal. Und bei mir, wenn ich Git Branch mache, sehe ich, es gibt den Branch noch nicht. Und wenn ich das Docker Compose anschaue, habe ich ja immer noch das 2. Ich kann jederzeit mit dem Git Fetch Command schauen, ob sich etwas geändert hat. Und wenn ich, ob es auf dem Server irgendwelche neuen Branches gibt oder ob sich irgendwelche Leute etwas geändert hat am Repository. Und mit Git Status sehe ich jetzt, ich bin ein bisschen hinten drin. Also ich habe 2 Commits noch nicht bei mir lokal, die auf dem Server schon sind. Und von da kann ich dann einfach Git Pull schreiben. Und wenn ich jetzt Git Status wieder schreibe, dann sehe ich, ist alles up to date. Jetzt mache ich nochmal eine Änderung. Ich zeige euch jetzt noch, wie man es mit dem GUI macht. Ich öffne darum das Repository mal mit Visual Studio Code, wo auch Git schon ein bisschen integriert hat. Und ich kann hier die Dateien anschauen. Hier steht, da auf der Seite haben wir die verschiedenen Reiter und der ist bei allen in der Standardversion schon drin. Wir haben hier 0 Changes. Was ich jetzt mache, ist in Checkout das gleiche wie im Terminal. Es heisst auch Checkout. Ich erstelle einen neuen Branch. Der heisst jetzt zum Beispiel Update Kibana und erstelle daraus einen neuen Branch. Jetzt, weil das lokal passiert, kann ich hier Git Branch im Terminal auch schreiben. Und sehe, ich habe hier den Branch Update Kibana auch. Also das Git ist immer das Gleiche. Ich gehe hier die Änderung machen, mache von 7 auf 7.2. Jetzt sehe ich hier im Visual Studio Code auch Changes schön aufgelistet. Und ich kann die Dateien stagen mit dem Plus da. Jetzt kann ich einen Command schreiben. Oder ja, ich könnte eigentlich noch. Das DokuWiki da hat eine komische Version, da hat Version 0. Ich schreibe mir jetzt einmal in eine To-Do-Datei, dass man da vielleicht einmal noch machen müsste. So. Ja. Da tue ich. Da könnte ich eigentlich gerade mal noch. Und jetzt sehe ich da auch, jetzt habe ich die To-Do-Datei neu. Aber eigentlich ist das eh etwas, was ich eher für mich will behalten. Ich muss das nicht unbedingt allen mitteilen. Darum, der To-Do wird der bei mir behalten. Ich würde jetzt aber nicht, dass Git ständig sagt, ja, da muss ich noch hinzufügen, da ist untracked. Darum tue ich nochmal eine Datei erstellen. Die ist sehr entscheidend. Die heisst .git ignore. Und da sage ich jetzt, er soll die To-Do-Datei ignorieren. Da könnt ihr auch andere Sachen oder ganze Pfade eingeben, die einfach ignoriert werden sollen. Und wenn ich jetzt schaue, die To-Do-Datei, die wird ignoriert. Aber es gibt Ignore ist etwas, wo in die Versionskontrolle aufgenommen werden muss. Darum tue ich da noch hinzufügen. Jetzt habe ich hier die Änderungen und ich habe hier einen Command, den ich machen kann. Ich habe eine Message, die ich machen kann, möchte ich sagen. Edit Git Ignore und Updated Kibana. So, das ist jetzt. Meistens macht man das Git Ignore von Anfang an, dass da nicht irgendwo einfach dazukommt. Aber in dem Beispiel habe ich es jetzt erst jetzt zeigen, damit man so die einzelnen Schritte auch sehen. Und im Visual Studio Code ist ja immer schön, alles, was im Git Ignore innen ist, wird hier auf der Seite etwas ausgeraut, dass man sieht, das ist eine lokale Datei, die nie in die Versionskontrolle aufgenommen wird. Und gerade bei Dateien, die Passwörter drin haben, ist das Git Ignore darum sehr wichtig und das betrifft uns als Netzwerkingenieure ja auch. Jetzt ist die Zeit schon abgelaufen, ich möchte aber trotzdem noch weitermachen. Einfach, dass ihr wisst, dass ich auch weiss, dass für Zeit das so ist. Ich denke, ich habe noch 10 Minuten. Ich mache das Visual Studio Code wieder zu.
Und wie gesagt, Git Status sagt mir immer noch, ist wirklich synchron mit dem Visual Studio Code. Wenn ich da jetzt mache, ist namens Pushen, da könnte ich aus dem Visual Studio Code, funktioniert aber noch nicht so gut, und zeige es jetzt von da. Also es funktioniert noch nicht so gut mit WSL, den ich da jetzt nutze. Jetzt habe ich da gepusht, und da hinten sehe ich, erstellt mir gerade die Empfehlung, dass ich einen Pull Request machen kann. Ich erstelle den Pull Request, und ein anderer Ingenieur kann den Pull Request jetzt anschauen und kann den merge. Okay. Wenn wir jetzt einmal schnell schauen, wie unsere Commits aussehen, ist da analog, wie wir es im Qt-Browser vorher gesehen haben, da alles in einer Liste. Wir sehen, wer es gemacht hat, wenn das passiert hat. Im Vergleich zum Qt-Browser haben wir natürlich nicht 20.000 Commits, sondern erst 5. Aber für unser Beispiel lange da völlig aus. Jetzt möchte ich euch noch etwas Letztes zeigen. Und zwar, wenn wir da wieder als Sebastian reingehen, möchte ich euch zeigen, wie man kann debuggen relativ einfach mit Git. Zwar haben wir da, ich mache jetzt Terminal etwas größer, haben wir jetzt gemerkt, der Server läuft nicht, irgendetwas ist nicht gut. Wir müssen herausfinden, was ist falsch gelaufen, und für das müssen wir natürlich können wir unsere Commits anschauen, können schauen, was ist, wenn passiert, und können dann ich zeige euch jetzt mal mit Git Log den Command. Wir sehen hier alle Commands oder alle Commits. Können schauen, wo könnte Fehler passiert sein. Jetzt geht das mit 5 Commits relativ gut, so manuell von Hand, vor allem mit so wenigen Dateien. Es gibt aber auch eine andere Strategie, die ich euch schnell möchte zeigen. Und die heißt Git Bisect. Und wenn ihr Git Bisect braucht, wird eine binäre Suche gemacht über eure Commits. Ihr gebt immer zwischen zwei Commits an, ob es da noch tun hat, wo das es noch tun hat und wo nicht. Und Git tut dann immer den Unterteil, wo noch tun hat, raus, und man kann sich so fokussieren auf den Teil, wo noch tun hat. Von dem muss ich zuerst Git Bisect Start schreiben. Und dann sage ich, ich bin jetzt auf dem aktuellen Commit, oder? Git Logs auf dem aktuellen Commit, Git Log. Auf dem aktuellen Commit tut es nicht mehr. Ich schreibe also Git Bisect Bad. Da ist ein schlechter Commit da, da tut es momentan nicht. Dann suche ich, habe ich schon wieder falsch geschrieben, suche ich hier einen Commit. Die Commits haben immer ein ID, das ist ein SHA-1. Den kopiere ich mal. Jetzt kann ich sagen, bei dem ersten Commit, da hat es noch zu tun. Git Bisect Good. Kann ich sagen, der Commit ist eigentlich noch gut gewesen. Und jetzt sehe ich da, ich bin da auf einem, ich bin jetzt da bei dem Commit, bei dem 9c. Er fragt mich jetzt da, ist bei dem Commit, da ist der da, hat es da noch zu tun? Und da kann ich jetzt testen gehen. Ich muss den da nicht mehr testen. Aber den muss ich testen. Ich kann jetzt testen, ob es auf selben Commit funktioniert. Und wenn nicht, dann schreibe ich einfach auch wieder bad. Da hat es noch nicht, da hat es nicht getan. Okay. Und jetzt sehe ich da, den nächsten Commit. Ich sage auch da, da hat es dafür getan. Okay, und jetzt zeigt man es Git, der 9c, da ist der da, da ist der erste Commit, der schlecht ist. Ist klar, oder? Ich habe jetzt allen gesagt, ihr gesagt, der ist schlecht, ihr gesagt, der ist gut und der ist gut und der ist schlecht. Dann ist klar, Git zeigt mir, der ist schlecht. Aber wenn ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt mehrere Commits hätte, und jeder Commit würde testen, hätte ich bei 1000 Commits etwa 1000 Versuche, also linear. Aber wir haben da binär, also das heisst, ich hätte die logarithmische Anzahl Versuche von der Anzahl Commits, und darum ist es ein riesen Vorteil.
Am Schluss von dieser Git Bisect Session kann ich schreiben Git Bisect Reset. Dann kann ich die Änderung machen. Wahrscheinlich hat es die Version 7.2 einfach noch nicht gegeben im Docker Compose von Kibana. Ich kann da ändern, einen Pull Request machen und da in Master reinmergen. So viel zum Debuggen, das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen, aber es ist im Cheat Sheet nochmal drin. Und da könnte man natürlich auch nachher noch per Mail Fragen stellen. Ich habe ja die Mailadresse angegeben. Und da kommt, da ist noch schnell ein Link nochmal zum Cheat Sheet. Ihr könnt da Webinar auch im Nachhinein noch anschauen. Ihr könnt alle anderen Webinars auch im Nachhinein anschauen. Wir haben hier das Archiv. Und ich tue jetzt auch noch einen Link rein zu unserem nächsten Webinar. Unser nächstes Webinar am 19. Mai in einer Woche vom Urs Baumann zu Jinja 2. Und dann haben wir zwei VMware-Gastreferate. Die sind sehr technisch, also sind nicht so Werbeveranstaltungen, obwohl VMware-Software genutzt wird, das ist klar. Haben wir dort eine sehr technische Veranstaltung zu Software-Defined Networking mit NSX und VMware-Tanzu, wo es mehr um Container und Kubernetes geht. Ja, ich hoffe, Sie besuchen uns auch in der nächsten Webinar wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz guten Tag. Ich hoffe, das Git-Webinar hat euch gefallen und habt alle etwas Neues können mitnehmen oder werdet Git jetzt bei euch brauchen. Jetzt sehe ich, ich habe noch eine Frage. Ich muss schnell lesen und nachher kann ich sie euch noch beantworten. Okay. Jemand hat gefragt, wie kann ich einen Code über mehrere Git-Repos hinweg nutzen? Also zum Beispiel irgendein Modul, wo im einen Repo muss sein und auch im anderen Repo. Aber eigentlich wird ihr nicht einen duplizierten Code, also ihr wollt nicht den Code ins eine Repo kopieren und in ein anderes Repository kopieren. Jetzt, da geht. Und da heißt Git Submodul. Ich muss da, dass ich jetzt kein Zeich erzähle, würde ich da noch schnell. Jawohl, ich schicke euch den Link da. Da habe ich auch schon verwendet. Ich tue die Frage jetzt veröffentlichen. Ich habe den Link gerade reintun. Genau so. Das heisst Git Submodul und so kann man in einem Git Repo ein anderes Git Repo haben. Also das heisst, und das Git Repo ist dann aber nicht in der Versionskontrolle vom Parent Git Repo, sondern das tut man manuell updaten oder pullen und pushen. Und für das ist genau für den Use Case denkt, Git Submodul. Kann ich für das empfehlen. Ja, wenn keine weiteren Fragen kommen, oder wenn noch Fragen kommen, es ist gerade nochmal eine Frage gekommen. Konfigurationsdateien beinhalten oft Passwörter. Wie sollten diese in Git verwaltet werden? Da, da ist das, was ich schon gesagt habe. Ich würde hier Git Ignore nehmen. Die Passwörter, also die Dateien, Passwörter, zum Beispiel, wenn ihr Docker Compose habt, Passwörter, die über Umgebungsvariablen reinkommen, in ein separates Environment-File reinnehmen und dann das Environment-File mit Gitignore aus dem Ganzen rausnehmen. Man sieht dann gleich, welche Environment-Variablen das noch gesetzt werden müssen. Da kann man zum Beispiel im README reinschreiben. Da ist eine Variante. Dann, ja, obwohl es Docker Swarm jetzt nicht mehr so gibt, aber mit Docker Secrets kann man arbeiten oder dann so Varianten, die es bei Kubernetes dann dort auch gibt. Ich tue jetzt da mal so als Antwort rein. Grundsätzlich arbeiten wir, wenn es um so Sachen geht, wirklich mit Docker, mit Git Ignore. Ich hoffe, ich habe die Frage so können beantworten. Falls, wie gesagt, falls noch Fragen sind, könnt ihr euch bei mir melden.
sebastian.hug@ins.hsa.ch per Mail. Und sonst wünsche ich euch noch einen ganz guten Tag und hoffe, dass ihr nachher Git verwendet. Ciao miteinander.